Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten wunderbaren Angespielt am Mittwoch. Ja, Sengfreud, Tales of Werewolves, Tom 1. Ja, ich werde jetzt genau hier ein Ladebildschirm reinschneiden, weil ich liebe die Musik am Ladebildschirm, die ist einfach so episch. Also genau jetzt. Jetzt. Oder jetzt. Keine Ahnung, oder jetzt, vielleicht war es schon, keine Ahnung. Ja. Ich würde dann sagen, Load. Ah ja. Zur Story. Die Story ist unwichtig. Es geht darum, unsere Schwester ist von einem bösen Geist besessen. Und wir werden von Werwölfen gejagt. Wir müssen eine Brücke reparieren, um unsere Schwester rüberzubringen und zu heilen. Nicht erschrecken, wenn gleich die Zwischensequenz kommt und direkt ausschalten, weil die Zwischensequenz ist so minimal trashig gehalten. Ich habe schon bis zum 9. gespielt, aber damit ich, also bis zum 9. Tag gespielt, besser gesagt, ich habe 5 Tage gespielt, weil man beginnt beim 5. Tag, aber damit ich halt besser erklären kann, spiele ich lieber ein Kapitel, das ich schon kenne. Ja, alles Progress wird verloren sein und bla. Und jetzt kommt zuerst ein super toller Ladebildschirm mit super vielen Informationen, die natürlich sehr, sehr wichtig sind, wenn die Story unwichtig sind, aber eigentlich ist diese Story sogar interessanter, weil die eigentliche Story ist total beschissen. Ich bin ehrlich. Das Spiel ist gut, die Story ist scheiße. Und ihr werdet auch gleich sehen, warum die Zwischensequenzen, ja, die sind was Einzigartiges. Ha! Well, hello to my saviors! Lord almighty! What's the matter with your sister? Yep. Don't really know yet. Strange things are happening. Tell me about it. I was going to the W Hood Company to get men to help me fix the bridge to the village, only to find out that the camp had been attacked. We found guys that had been half-eaten. Not a pretty sight. They say there are vile beasts prowling around here. So wird jede Zwischensequenz sein. We'll see about your troubles a little later, Miller. The important thing is to get the bridge fixed so we can save our sister. Außer die am Anfang. Run to the village and get Dr. Lamontagne. Bring him back here as quickly as you can. Josephine is too weak to make the trip. Wolfsvale, die Stadt. Say, sister. Das Grinsen. My little sister's very sick and I was sent to get him. No, he hasn't been seen in 2 days. What's more, ever since the church burned down, the priest hasn't been showing himself. He doesn't want to see anyone. You know, there are people who say that your sister is a witch and that it was all her fault. I'm not surprised. So there's nothing you can do for us? The best I can offer you is divine peace. Would you accept my blessings? Bless me? I'm all yours. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Ja, und bei dieser sehr schön grinsenden Nonne, die sich uns zu eigen gemacht hat, können wir unsere Sachen blessen. Und das bedeutet, wir können sie heilig machen, wodurch wir halt bei Werwolf mehr Schaden anrichten. Und das will ich gleich auch bei den Kugeln schon machen, weil, ja, wir werden sie brauchen. Und bei der Axt auch noch und wir return to town. In der Town können wir uns halt Sachen kaufen und alles. Das ist halt, das Spiel ist halb Tower Defense, halb Action-RPG. So ähnlich wie Orcs Must Die.
Nur mit mehr Werwölfen. Und Werwölfe sind immer besser. Außer in Twilight. Twilight ist scheiße. Was? Nee, ich hab nichts gegen Twilight. Beim Blacksmith können wir uns halt bessere Waffen kaufen. Wie zum Beispiel eine bessere Axt oder so. Aber jetzt haben wir halt nicht genug Geld dafür. Und die erklären uns gerade, dass wir auch Sachen verkaufen können. Aber wer will das schon? Wir sind Messi. Wir sammeln alles. Und spielen dabei Fußball. Ja. Hier können wir uns halt zusätzlich Sachen kaufen. Eine Schutzweste, Rifle oder Kugeln. Und ich will nur die Kugeln. Ja, das mit dem Kaufen ist auch seltsam. Man muss irgendwie Doppelklicks machen, aber manchmal reagiert es nicht. Und bei dem Convent können wir es halt blessen, alles. Also damit es heilig wird. Hotel Saloon. Ich weiß gar nicht mehr, was im Hotel Saloon war. Ich glaube, da konnte man sich so Heiltränke kaufen. Ah, genau. Die brauchen wir nicht. Wir sind ein Mann. Wir brauchen keine Heiltränke. Wir trinken Stacheldraht. Das heilt uns. Nein, wir wollen keine Tutorials hören, aber danke, Spiel. Ja. Wir befinden uns gerade am Abend. Und dort bauen wir uns halt die Fallen auf. Wir müssen das Gebiet, also diese Hühnerfarm und unser Haus beschützen. Wenn wir hier draufklicken, oder besser gesagt drüberfahren, sehen wir genau, was das für Gegner sind. Wenn wir draufklicken, sehen wir deren Weg. Und daraus können wir uns halt schon mal vorbereiten auf die Nacht. Ich würde sagen, wir legen hier erstmal Nahrung hin, damit die dort stehen bleiben. Genauso hier und hier. Aber hier platzieren wir noch eine Falle. Und hier einen Steinschlag. Ich habe die Teile nie benutzt, weil es total umständlich ist, die Teile zu aktivieren, weil man muss auf die drauf schießen, damit von oben so Steine auf die runterfallen. Das sind ganz normale Fallen. Das hier sind Bonfires. Die sind nicht nur in Dark Souls, sondern auch in diesem Spiel wichtig. Wenn man die halt anzündet, verjagt es die Wölfe um einen herum. Und man hat halt so Zeit, irgendwas zu planen. Und mit dem werden sie einfach nur gelockt. Also, da ist nichts Besonderes dabei. Das sind unsere Aktionspunkte, mit denen wir das Zeug halt hier kaufen. Hätte ich vielleicht sagen sollen. Wenn wir auf Start Night klicken. Ja, ich brauche keine Hilfe. Warte, was? Also, jetzt. Wir können auf Skills gehen. Und hier haben wir halt einen großen Skillbaum, wo wir Sachen machen können. Ich habe schon das hier, damit ich schnell nachlade. Und ich mache einfach das, damit ich Health regeneriere, wenn ich jemanden töte. Und ja. Das hier ist unser Gesamtzusammenfassung, Vierfaktor. Der Vierfaktor ist halt so, je höher, also wenn unser Vierfaktor ein bestimmtes Level erreicht hat, dann müssen die Wölfe halt auch von ihrem Vierfaktor, also besser gesagt von ihrem Mutigkeitsfaktor, keine Ahnung wie der wirklich heißt, steigen, damit sie halt uns angreifen können. Sobald sie halt mit dem Vierfaktor höher oder gleich mit uns sind, dann können sie uns angreifen. Start Night. Und jetzt kommt meines Wissens nach keine Zwischensequenz mehr, sondern wir kommen einfach aus dem Gebäude gerannt und sind so, YOLO! Und ja, genau. So. Und da ich das Level schon kenne, weiß ich, dass zuerst die normalen Wölfe von da kommen. Und sobald sie dies tun, können wir sie ja erschießen. Das ist unsere Waffe. Wir können nur auf Sachen schießen, auf die wir auch schießen dürfen. Und ich benutze das Schießen eigentlich so gut wie nie. Also zumindest sehr, sehr selten. So. Sie essen. Okay, das kann dauern. Bald sollte aber von dort ein Werwolf kommen. Und auf den will ich vorbereitet sein. Ah, genau. Und jetzt entzünden wir das. Zumindest sollten wir das entzünden. Genau. Und jetzt steigert unser Vierfaktor halt um das 20-fache, was sehr viel ist, wodurch wir Zeit haben, erstmal auf den Werwolf zu zielen, der uns ein super Tänzchen bringt, und ihn zu erschießen. Das Problem ist, der braucht halt sehr lange zum Nachladen. Was? Er braucht wirklich sehr, sehr lange zum Nachladen. Und da unten seht ihr schon, wie der Vierfaktor vom Werwolf steigt. Und wie unserer eigentlich gleich bleibt. Aber wenn wir jetzt aus dem roten Kreis des Feuers weggehen würden, dann würden wir halt, ja, vom Vierfaktor her sinken. So, perfekt. Jetzt ist der erledigt. Unser Teil ist halt weg.
Jetzt laden wir mal kurz nach. Und gleich sollten die Typen da drunter sein. Ah, Mist, ich glaube, ich habe es nicht mehr rechtzeitig geschafft. Ja, ich habe es nicht mehr rechtzeitig geschafft. Dann gehen wir jetzt halt so total badass-mäßig mit der Axt oder auch nicht. Entzünden. Super. Und auf die können wir die normalen Kugeln verschwenden. Oh Mist, ich sehe, da oben ist der Werwolf da und greift unsere Hühnerfarm an. Dann rennen wir schnell hoch zum Werwolf und locken ihn weg. Klingt jetzt total dämlich, aber wir müssen das tun. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Beim letzten Mal lief es doch besser. Ja, er hat uns detected. Super, 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 super. Eigentlich ist es nicht so gut, aber... Mist, 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 Mist. Ey, fette Dickerchen, beeil dich. Du willst nicht sterben. Oh Mist, genau jetzt geht's. Komm schon, entzünd's. Super. Und jetzt können wir halt mit der Waffe schön nachladen. Wenn die Wölfe nicht so schnell vier Faktor aufbauen können, was ist denn da los? So. Der Vierfaktor sinkt nebenbei auch, wenn der Angriff eines Wolfs vorbei ist. Also sobald er uns angreift, sinkt sein Vierfaktor wieder. Und er braucht wieder eine Zeit, bis er uns wieder angreift. Oh, shit. Uns hat noch ein Wolf entdeckt. Und ich glaube, bald ist das Feuer auch aus. Oh ja, ist es. Gut, dass wir mehrere gepflanzt haben. Vor allem gepflanzt. Als wäre das so eine... Ja. Oder eigentlich sollte der Vierfaktor wieder senken. Ja, ist er. Aber nur, wenn wir in die schlagen. Wir können auch in so Rage-Mode fallen, was gerade passiert ist. Und wir sterben gerade. So. Ich wollte nur kurz mich entfernen. Und Ausdauer aufbauen. Wir sehen auch über dem Lagerfeuer immer ganz schön, wie lang das noch brennt. Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Weil jetzt ist nur noch der eine hier übrig. Jetzt laden wir mal gemütlich nach. Der hat noch 4 Faktor auf 33. Wir schießen den mal an. Laden dann wieder kurz nach. Ach ja. Ach ja. Und erledigt. Headshot. So, im Rage-Mode machen wir halt meines Wissens nach... Ah ne, da können wir irgend so eine Fähigkeit loswerden, die ich jetzt einfach mal ignoriert habe. Jo, das ist das Spiel. Es macht Spaß, das muss ich sagen. Hier bekommen wir halt noch eine Zusammenfassung für die Kills, wie viel Erfahrung wir bekommen, wie viel übrig geblieben ist. Und wir steigen Level auf, bekommen etwas Geld, können jetzt auf Continue klicken und kommen dann ins nächste Level. Aber ich glaube, das zeige ich nicht mehr. Und das genügt schon, um das Spiel zu zeigen. Vielleicht werde ich noch Orcs Must Die zeigen irgendwann. Vielleicht sogar nächste Woche, wer weiß. Auf Wiedersehen, Leute. Euer... nebenbei, das kann ich auch erwähnen. Falls ihr irgendein Spiel bei Angespielt sehen wollt, könnt ihr es ruhig in die Kommentare schreiben. Und ich schaue dann, ob ich das Spiel besitze. Weil ich habe schon ein paar Spiele, also es kann schon sein, dass das Spiel da drunter ist. Aber halt, wie kann ich es am besten formulieren? Nimmt am besten eher unbekanntere Titel. Weil bekanntere Titel lohnt sich das nicht zu zeigen bei Angespielt. Ich habe zwar schon ein paar bekanntere Titel darunter gehabt, wie Mirror's Edge. Aber es lohnt sich einfach nicht, weil Angespielt soll euch neue Spiele zeigen. Und nicht irgendwie schon bekannte Spiele neu erklären. Sonst würde ich es ja Let's Playen. Aber ja, wäre halt nett, wenn ihr ein paar Vorschläge schreiben könnt. Vielleicht finde ich sogar ja ein Spiel, das ich nicht kannte und mir dann sogar kaufe und dann zeige, wer weiß. Wiedersehen, Leute. Euer, wie hieß der, McGowan oder so? Ach, egal, ich nenne mich einfach jetzt beim Namen. Scheiße, wie hieß ich? Verdammt. Also, ich glaube, ich hieß Mr. Sanddorn. Das ist auch lustig, dass viele Leute denken, dass mein Name was mit Sanddorn zu tun hat. Ich hasse Sanddorn. Ich heiße einfach nur Sanddorn. Die Geschichte ist eine lange, lange Vergangenheit.
werde ich vielleicht irgendwann erzählen, wenn ich mich endlich mal dazu aufraffe, Spellforce zu let's playen. Und tschüss mit dieser wunderbaren Musik. Auf Wiedersehen, Leute. Und tanzt den Cha-Cha-Cha oder was auch immer man zu so einer Melodie tanzt. Euer Sandro.